Milch kannst du im Supermarkt in verschiedenen Varianten kaufen. Frisch, länger frisch, haltbar. Doch was bedeuten diese Bezeichnungen eigentlich? Und wie lange halten die einzelnen Sorten wirklich? Alle Milchsorten haben ein gemeinsames Ausgangsprodukt, die Rohmilch. Diese kann schädliche Keime enthalten und muss daher erst zu einem sicheren Lebensmittel gemacht werden. Das geschieht in der Molkerei. Beim Pasteurisieren wird die Rohmilch ganz kurz erhitzt, um alle Krankheitserreger zu entfernen. Zusätzlich zur Wärmebehandlung werden auch noch weitere Technologien eingesetzt, um möglichst viele Keime zu beseitigen. In Österreich verwendet man dazu vor allem Filter und Zentrifugen. Diese Methoden können unterschiedlich kombiniert werden und so entsteht Milch mit verschieden langer Haltbarkeitsdauer. Milch mit der Bezeichnung frisch ist maximal 11 Tage haltbar. Die länger frisch Milch hält bis zu 27 Tage und die länger haltbar Milch sogar bis zu 45 Tage. Die haltbare Milch mit der Bezeichnung H oder UHT ist ultrahoch erhitzt und hält noch länger. Auch sterilisierte Milch, oft auch Kaffeemilch genannt, kannst du sehr lange aufbewahren.